So, und da sind wir wieder bei Don't Starve. Ich habe einen Tag lang nicht gespielt. Und das wollte ich eigentlich nur, weil bei The Forest, da kommt direkt wieder ein neuer Update und deswegen wollte ich halt nicht zu viele Aufnahmen haben, dass ich noch alte Updates halt hab. Deswegen musste ich das hier einen Tag auch nicht spielen, damit das chronologisch richtig bleibt. So, ich weiß gar nicht, was ich heute tun will. Tag ist auch schon wieder vorbei. Ja, da habe ich ja viel getan. Holen wir uns erstmal Blumen, weil mir geht's gerade schlecht. Katze kann ich auch mal eben töten. Noch eine Katze. Aufpassen, dass ich nicht zu viele töte. So, das verrottete Zeugs nützt mir eigentlich nichts, aber ich nehme es einfach mal. Hier müssen ganz schön viele Tiere gestorben sein. So, die Blume ist immer noch nicht gewachsen. Hier ist immer ein Evil Flower. Und Feuer haben wir immer noch. Machen wir mal Essen. Baumfällen würde ich jetzt auch gerne. Irgendwelche großen Bäume. Schön wegfällen. Was haben wir denn hier bei Survival? Thermal Stone, wie immer. Bei Food. Die Basic Farm. Ja gut, so viel schadet es jetzt ja nicht. Wir können da ruhig eine Basic Farm hinbauen. Wir essen ja eh nichts davon. Das nutzen wir dann halt. Oh fuck. Für unsere Zwecke nutzen wir das. Jetzt habe ich natürlich keinen Kescher. Okay, ich habe was gehört. Das war zu viel. Das war eindeutig. Das Viech ist draußen. Okay, auch nicht. Dann ist es halt doch nicht draußen. Gut, auf Vollmond habe ich gewartet. Schon ein bisschen länger. So, kann ich hier auch schön mal eben durchsuchen, die ganzen Sachen. Komisch ist ja, die ganzen Schweine kommen nicht raus, obwohl Vollmond ist. Oder doch. Hat er davon. Wer sich mit dem Metallmann anlegt, wird zerlegt. Gut, ich habe keinen besseren Spruch drauf. Da muss ich noch dran arbeiten. Katzen sind wieder bei der Arbeit. Pennen hier nur. Na, immerhin kann ich die damit füttern und kriege dann noch mehr und dann kann ich wieder was Neues anpflanzen und dadurch kann ich dann wieder ganz toll Zeug bauen. Nein.
greifen ja keine Schweine an, ihr Schweine. Katze, da waren. Katze, da darf ich da auch. So, hier ist eine Fackel. Nehmen wir die Fackel. Ganz, ganz wütend schreien wir jetzt einfach Fackel. Tue ich jetzt aber nicht, aber egal. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock zu schreien. Hier ist ein Weg. Der führt uns bestimmt in ein Schweinedorf. Bringt uns ja auch nicht mal so viel. Der Weg führt hier rüber und da ist das Ende. Komisch. Firebird. Das wird erstmal weggepackt. Kann ich die... Nee, kann ich nicht. Wäre cool gewesen. So, erstmal Fleisch braten. Ich brauche ja immer schön was zu essen. Auf Vorrat. Großer Baum. Keiner da. Okay, dann mache ich den hier für dich. Wird eh nicht reichen. Ah, wusste ich. Dann graben wir das Reststück hier aus. Weil uns das nervt. Ist ja auch noch genug. Ich brauche mal endlich wieder neue Ableger von denen, damit ich das auch hier halten kann. Damit das hier nicht zusammenbricht von den Bäumen her. Die sollen ja erhalten bleiben eigentlich. Schön nachpflanzen. Und sonst kommen wieder die Baumgiganten. Das wollte ich jetzt nicht. Mach ich lieber hier. So, Baum. Falle doch bitte. Ich wusste, dass er auf mich hört. Die Katze will schon wieder die ganzen Vögel hier töten. Werde ich mir bald Fallen aufstellen und hier wird dann immer schön was gemacht, dass ich mir die Fallen aufstellen kann. Mache ich erstmal mehrere Farmen. Dann kann ich nämlich auch immer schön was heranzüchten für die Fallen. Hoffentlich kommt dann auch irgendwas rein. Ich mache am besten Vogelfallen. Hasen gibt es ja nicht so viele. Für Vogelfallen brauche ich ja die Netze. Vogelfalle. Suche ich gerade mal hier. Vogelfalle. Netze. Dafür brauche ich die ganzen Spinnen und ich habe 3 Netze. Also muss ich gleich mal auf Jagd gehen. Gucke ich gerade mal, wo haben wir hier Spinnennetze? Hier nirgendwo. Müssen wir mal hier oben wandern. Aber erst am nächsten Tag. Und dann haben wir hier was vollautomatisches. Die Vögel kommen uns hier reingeflogen. Und wir können die immer essen.
Ah, da kommt doch Holz raus. Hast dir so gedacht, dass es jetzt schon dunkel wird, aber es wird erst jetzt dunkel. Hier. Oder sogar noch mit ein bisschen Zeitverzögerung. Katze? Lass mich verarschen. Schon wieder. Vollmond. Bleib stehen! Die greift mich ja nicht mal richtig an. Alter, sieht das falsch aus, das Feuer. In so einer Nacht sieht das echt falsch aus. Irgendwie. Einzige, was richtig Farbe hat. Ess ich mal Jerky. Gut, hat jetzt nicht so viel wie gebracht, wie ich dachte. Dann suchen wir mal die Spinnen. Die müssen sich ja hier irgendwo aufhalten. Bevorzugt sind die hier. Meist. Ich habe da gerade ein Wehrschwein gesehen. Fuck. Ich will jetzt nicht gegen euch kämpfen. Die Nacht ist eh gleich vorbei und dann werdet ihr normal. Greifen die mich dann noch an? Oh, hier ist schon jemand gestorben. Bleibt gefälligst stehen und fällt ein. Ihr seid doch alle gleich. So, dann suche ich mal so ein Spinnenlager. Irgendwo muss ja eins sein. Irgendwo hier. Auch wenn ich dafür ewig laufen muss. Na, immerhin, so eine Trap habe ich schon mal. Auch wenn die mir nichts bringt. Hier liegen überall schlafende Schweine. Der hat nicht mal was verloren. Okay, hier ist ein Friedhof. Bringt mir aber wenig so ein Friedhof. Ich brauche da ja nichts von im Moment. Ich brauche eher die blöden Spinnen. Also so wie das aussieht, wie weit ich hier jetzt schon laufen muss, muss ich mir wahrscheinlich ein kleines Lager aufbauen. Und ein Tollbird gibt es ja auch. Nehmen wir mal eben schnell das Eck. Mach das nochmal und ich schlag dich kaputt. Über den Weg bin ich schneller als der Tollbird. Deswegen gehe ich hier gerade so ab. Wie viel gibt es denn hier bitte? Ah, Spinnen! Habe ich gleich endlich gefunden. Sieht nur so aus, als muss ich die töten. Ah, zweimal. Was Schönes. So, jetzt werde ich wahrscheinlich meine Rüstung verlieren. Und wenn die Rüstung weg ist, dann bin ich übelst schwach. So. Danke, Katze. So, ich werde hier jetzt abhauen. Ich werde versuchen, so nah wie möglich zurückzukommen.
Tor wird. Nimm dem einfach das Ei weg. Hallo Schwein, hilfst du mir noch? Danke, du warst echt große Hilfe. Ich muss ja eh nur dem Weg folgen, dann komme ich ja zurück, glaube ich. Oder wenigstens in die Nähe. Alter, wie ich den abhänge. Jetzt dürfte der mir eigentlich schon nicht mehr folgen. Ah, oh, der ist nicht mehr da. Da müsste ich jetzt gleich aber zurück sein hier. Willst du mir sagen, dass hier Spinnen waren? Genau. Ich laufe so weit bis dorthin. Mein Lager ist dort unten. Ich muss mir auf jeden Fall wieder einen neuen Helm aufziehen. Sonst komme ich hier nicht mehr so weit. Ah, ihr seid wieder fertig. Gut. Habe ich das schon mal. Da muss ich noch die Wände hier zumachen und dann läuft das. So, dann nehmen wir hier eben das nötige Zeug dafür raus. Und jetzt haben wir so eine Falle. Stellen wir am besten hier hin, damit wir das gleich sofort aufhängen können. Da kann man Seeds reintun, da gehen die doch immer gerne dran. So, da haben wir schon einen. Können wir die Falle direkt nochmal setzen. Seeds rein. Dann machen wir mal Feuer. Und dann gibt's Essen. Willst mich eigentlich verarschen? Wie dumm sind diese Vögel? So, schön Essen machen hier. Na, das Ei. Weiß nicht. Könnten wir uns erstmal aufsparen. Was jetzt erstmal wichtig ist, ist wieder den Helm zu bekommen. Also ein bisschen Gold nehmen und Helm machen. Tue ich am besten die Eier auch da rein, sind die da schon mal sicher. So, dann haben wir hier ein gutes System. Jetzt brauchen wir nur noch Verteidigung, wofür ja die Pflanze hier sorgt. Und dann machen wir hier und dort zwei große Mauern, dass hier keiner reinkommt. Und dann haben wir Sicherheit. Und essen. Obwohl ich dann auch wieder weg muss von hier. Irgendwie. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.